Hallöchen, ich habe es geschafft. Ich habe mich jetzt zurückgezogen ins Zimmer von meiner Tochter und drehe jetzt den Zero Waste Nachhaltigkeits-Kosmetik-Haul. Ich versuche ja ganz frisch, seit glaube ich einer Woche, bewusst Verpackung bzw. explizit Plastikmüll zu vermeiden. Und ich für mich finde das am allereinfachsten im Badezimmer. Und deswegen bin ich auch kurz danach, nachdem ich mich bei YouTube sowas von informiert habe, losgezogen am Wochenende und habe ein paar Sachen geholt. Die Tasche steht jetzt schon mittlerweile einige Tage hier. Für mich ist das jetzt quasi auch alles wieder neu. Und ich will euch mit dem Video einfach ein paar ganz simple Tipps geben, wie ihr bestimmt ungelogen 20 von den Plastikverpackungen im Bad reduzieren könnt und durch ein unverpacktes oder wenigstens nachhaltigeres ersetzen könnt. Wie gesagt, der vorherige Haul ist ja ein Food Haul. Da waren meine Bemühungen quasi fast umsonst. Also das in Ernährung, das umzustellen, plastifrei, nachhaltig, gesünder. Das wird dauern bei uns, aber im Bad explizit Putzmittel, Körperhygiene, das mache ich und das habe ich jetzt angefangen und ich zeige es euch jetzt aber. Als allererstes ganz einfach Zahnbürsten. Ich war übrigens bei DM einkaufen. Ach, die riechen auch alle nach dem, was gleich kommt. Bambuszahnbürsten. Hier ist, glaube ich, alles abbaubar, nur die Borsten nicht. Ich glaube, die Borsten sind aus. Ja, ich glaube, irgendwas von dem ist. Ich glaube, nur die Borsten sind aus Plaster. Was ja aber schon mal ein Riesenerfolg ist, da ja vorher die komplette Zahnbürste Plaste war. Die sind natürlich teurer. 2 Euro oder 3 Euro. Ich habe erstmal große gekauft, die gibt es auch für Kinder. Ich möchte es aber erstmal selber für mich testen, um das dann meinen Kindern vorschlagen zu können, mit gutem Gewissen. Deswegen eine für Papa, eine für mich. Ich bin gespannt. Wir wechseln wirklich sehr oft Zahnbürsten, wenn ich da so ein bisschen penibel bin. Beziehungsweise ist das auch gar nicht so falsch. Nach jeder Krankheit soll man ja sowieso Zahnbürste wechseln. Da ja meine Kinder so jeden Monat krank sind, ist schon mal sowieso jeden Monat eine fällige. Und dann sehen die halt auch schnell abgekrabbelt aus und finde ich das eklig und dann muss ich eine neue haben. Bei denen hier hoffe ich, dass sie ein bisschen länger halten, weil sonst wird es verdammt teuer. Alle 14 Tage so für 2 Euro eine Zahnbürste. Mal gucken. Die testen wir. Dann habe ich das allererste, was ich eigentlich überhaupt gekauft habe, ist meine, glaube ich, erste selber gekaufte Lashseife. Ich hatte mal welche geschenkt bekommen. Wenn ihr wüsstet, wie das riecht. Und zwar auch hier wieder das Ding, dass ich erstmal geguckt habe, was für mich gut ist, weil meine Kinder beide Neurodermitis haben. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt mit Lashseife anfangen, weil die ja nun schon auf jeden Fall erstmal nicht Plastik verpackt ist. Aber von Inhaltsstoffen, man riecht schon. Das kann nicht alles so gesund sein. Ich habe mir als allererstes mitgenommen ein Coco Loco Showeröl. Das möchte ich jetzt nicht aufmachen. Das riecht auf jeden Fall richtig, richtig krass. Das ist mit Orange und Zitronengras und das ist zum Duschen. Und durch dieses ein Stück, was verdammt teuer war, hier steht es nicht mal drauf, die wissen schon warum. Durch dieses ein Stück kann ich habe nachgezählt, glaube 14 Plasterflaschen im Bad ersetzen und manche sind ja dann noch weitaus schlimmer als wir. Ja, und es sieht verdammt schön aus, wenn nur ein Stück Seife in, pass auf, habe ich mir auch gekauft, auch bei DM, in so einem Seifensäckchen hängt. Ihr habt nicht mehr 97.000 bunte, quietschbunte Plasterflaschen in eurem Bad stehen. Ihr habt eine schöne Seife, die auch noch riecht. Also ihr erspart euch sowieso diesen ganzen Raum Duftöle, weil das ist. Wenn es jetzt noch gut ist, ja. Oh, draußen weint ein Kind. Ich werde mich ein bisschen beeilen. Dann, oh Gott, davor habe ich ein bisschen Angst. Ein Arganöl festes Shampoo. Ihr wisst, ich habe krassen Haarausfall. Ich hatte beim ersten Kind krassen Haarausfall. Ich habe beim zweiten Kind noch schlimmer Haarausfall. Also ich habe hier wie Extensions drin. Das ist alles nachgewachsen, so lang. Das war alles Haarausfall und ich habe auch immer noch Haarausfall, was jetzt zwar wieder nachwächst,
womit ich eigentlich nur sagen möchte, ich habe ganz sensibles Haar und habe verdammt Angst vor diesem festen Shampoo, weil ich auch viel gelesen habe. Wie gesagt, ich habe nur abends gelesen. Die Umstellung soll für manche Haare ganz, ganz schlimm sein. Ich habe nur, wie die Tante mir am Lasch sagte, das reichhaltigste feste Shampoo genommen, was es gibt, mit Arganöl. Also das andere, die anderen sind auch gut, halt abgestimmt auf lockige Haare, dicke Haare. Und ich habe halt eins genommen für kaputte, traurige Haare mit Arganöl. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass das schäumt. Ich hoffe, dass dieses Gefühl danach auch sauber ist. Ich hoffe, ich muss nicht diese saure Spülung, saure Rinse machen mit diesem Essig. Selbst das würde ich machen, einfach um diesen ganzen Plastik, Chemie, Müll von meinem Körper loszuwerden. Ich möchte mein Bad plastefrei kriegen und chemiefrei am liebsten. Das ist zwar noch ein verdammt langer Weg, aber ich will es versuchen. Dann durfte ich mir noch eins aussuchen, ein Pröbchen, und da habe ich mir ausgesucht, Honey, so ein Stückchen Honigseife habe ich da liegen gesehen. Und dann stand hier dann drauf, I wash the kiss. Also es ist sogar für Kinder. Für meine weiß ich noch nicht, ich werde es probieren. Ich werde es erstmal nur für die Hände nehmen. Was auch süß aussieht am Waschbecken, so ein Stück Seife. Ja, das ist richtig oldschool. Unsere Omas und Opas machen das alle schon so, ja. Bin ich gespannt. Ist auch alles nicht lange haltbar. Also so ewig rumliegen kann ich das jetzt sowieso nicht mehr lassen. Also ich muss damit anfangen. Die Plastiflaschen, die können ja stehen, die wären nicht schlecht. Wobei ich es nicht. Es weint immer noch ein Kind. Ich kann es nicht erwarten, bis diese Flaschen alle aus meinem Sichtblickfeld sind. Dann habe ich noch was gekauft bei DM. Da habe ich keine Alternative gefunden, auch in den ganzen Videos. Kombilösung für meine Kontaktlinsen. Diesmal insensitiv. Dieses Zeug ist mir erst wieder bewusst geworden. Ist ja so verdammt teuer. 9 Euro. Was soll das mit Aloe Vera? Ich möchte auch Creme demnächst selber machen. Ich habe schon eine Aloe Vera-Pflanze mit richtig dicken Blättern. Und ich denke mal, wenn ich es hinkriege, werde ich dazu auch ein Video machen, wenn ich es hinkriege. Auf jeden Fall bin ich gewillt. Meine Gesichtscreme ist fast alle. Ich denke mal, übernächste Woche mache ich mir die Gesichtscreme selber. Da muss ich noch ein bisschen was bestellen und mir vielleicht auch noch mal ein, zwei Videos angucken. Ich habe mir auch noch so ein Keramik-Ablageding für die Seifen geholt. Das ist auch nicht teuer gewesen. Keramik, davor habe ich ein bisschen Angst mit 2 Kindern. Wir werden mal sehen, wie lange das bleibt. Ja, es ist ja ein Haar, ne? Und ich habe nur in diesem einen Laden, wo ich letztens shoppen war, haben wir nur NYX, ansonsten nur online. Und da habe ich mir diesen Micro-Brow-Pencil von NYX mitgenommen, in Schwarz, weil das für mich der beste Augenbrauenstift ist. Man kann sich damit auch mal die Augen ausstechen. Jetzt habe ich nicht mehr viel. Hier ist noch eine Mütze von meiner Tochter drin. Ne, die ist schon bezahlt. Ah ja. Wie gesagt, das Einfachste, diesen ganzen Plastemüll zu reduzieren im Bad, ist schon mal alleine das Shampoo zu ersetzen durch Seifenstückchen. Hier habe ich zwei gekauft. Einmal habe ich gedacht, holst du dir teure von Lush und noch eine günstige Alternative. Und zwar habe ich von Balea Sensitive. Ich finde, die riecht trotzdem gut. Das möchte ich auch für den Körper nehmen. Steht das eigentlich immer drauf, ob das für die Hände? Klasse. Okay, dann nehme ich die nur für die Hände. Dann muss ich mich nach einer Körpercreme noch umgucken. Und für meine Kinder habe ich gedacht, probiere ich es mal mit dieser Baby Love Seife. Bio-Camello und Jojoba. Das Problem ist, dass ich bis jetzt immer ein Haut- und Haare-Waschgel hatte, weil ich das so praktisch finde mit Kindern. In der Wanne einmal die Hände voller Seife und dann fängst du bei den Haaren an und ziehst das runter. Da bist du ratzfatz fertig. Und ich muss sagen, die Haare meiner Kinder haben das auch wirklich gut vertragen immer. Hier habe ich jetzt nur ein. Na, 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 na. Jetzt will ja jemand rein. Ich weiß nicht, ob das mit der Seife auch geht. Kann ich damit auch Haare waschen? Ich habe keine Ahnung. Schade. So, alle Kinder wieder entfernt. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Ich probiere jedenfalls diese Seife von Baby Love. Versteht ihr mich? Zur sanften Reinigung. Ich weiß es nicht. Hat jemand schon mal Haare damit gewaschen? Muss ich jetzt eine extra feste Seife für Haare für Kinder kaufen? Seht, also ich habe mich zwar schon belesen, aber so richtig. Wahrscheinlich ist das auch so eine Sache des Probierens. Also die auf jeden Fall für die Kinder. Und auch was ich immer, ihr wisst vielleicht aus meinen DM-Hauls, diese Gallseife, was ja eigentlich ein absolutes Must-Have ist als Mutter, für
Verflecken habe ich immer in diesem Plasterding mit Bürstchen dran, weil ich es halt super praktisch finde. Du hast einen Fleck, drückst da drauf und kannst diese Gallseife, diese Flüssigkeit gleich mit dieser Bürste einreiben in den Fleck. Ist aber auch Schwachsinn, ist alles nur Plaster und das ist nichts anderes. Du nimmst halt dieses Stück Seife. Riecht das auch so? Nö, es riecht sogar besser. Du nimmst dieses Stück Seife und reibst es auch nur auf den Fleck. Es ist nichts anderes und das hier ist Pappe und ansonsten hast du keine Verpackung. Das Letzte. Das Letzte. Und das ist meine größte Baustelle. Dafür habe ich am allermeisten Angst. Eine Menstruationstasse. Es ist soweit. Ich probiere es aus. Jetzt habe ich sie gekauft. Die günstigste Variante in der M, weil ich dachte, ist Mittelding. Und ich möchte jetzt keine 30 Euro ausgeben, um es zu probieren und dann zu sagen, ist nicht. Es ist ja nun mal Fakt, ne? Ich denke mal, es gucken fast nur Frauen zu und selbst Männer dürften Bescheid wissen. Wir müssen da jeden Monat durch und wir produzieren jeden Monat Unmengen an Müll. Und es ist so eine persönliche Grenze bei mir erreicht, bei wieder waschbaren Binden, Tampons, whatever. Das ist meine Grenze, da mache ich nicht mit. Das geht mir zu weit, damit fühle ich mich nicht wohl, also will ich das nicht. Das hier ist natürlich eine auch weitaus ökonomischere Nummer. Aber das ist so ein. Kostet Überwindung, kostet Überwindung. Es dürfte so ja nicht mehr ganz so lange dauern, bis ich die ausprobieren kann, muss, soll. Könnt mal kommentieren. Also bis jetzt habe ich sehr wenige Geschichten gelesen von Frauen, die das ganz furchtbar fanden und das nicht machen. Die meisten sagen ja nur noch mit Tasse, nur noch ich und meine Tasse. Ich weiß es nicht. Ich will es probieren und ich würde verdammt viel Müll vermeiden. Es ist ja auch eine hygienischere Sache, ne? Und gesundheitlich ist es natürlich um einiges besser als diese Tampons, die voller Chemie sind und die wir uns einführen, zufügen. Genau. Ha! Wenn ich das jetzt abgedreht habe, koche ich die aus. Und dann liegt die hier, bis es losgeht. Wollt ihr dazu ein Feedback? Ich werde es machen. Was soll's? Ich werde nicht dran sterben. Es ist auch nur eine Erfahrung, die wir dann machen. Ja, das ist mein kleiner Anfang in Richtung verpackungsfrei. Auf jeden Fall im Bad. Also ich denke, das ist nichts schwer. Das ist nichts, was außer diese Laschseifen, das ist nichts, was Unmengen an Geld, Zeit und ein Riesenaufwand ist. Es sind kleine Mittel, die so viel Müll vermeiden können. Und wie gesagt, ich finde es auch viel schöner in so einem Bad, ohne dieses ganze Gedöns. Es ist auch viel einfacher zu waschen. Du musst ja nicht diese 37 Flaschen hochheben und darunter diese Seifenreste überall entfernen. Du hast nur noch diese zwei, drei Säckchen Seifen, die da irgendwo an der Dusche hängen. Und die machen keine Sauerei und sehen noch viel schöner aus und riechen noch besser. Jetzt muss ich natürlich nur noch richtig sauber machen. Das ist eine Sache, die werde ich jetzt testen. Sieht bestimmt jetzt immer mal so Updates, wie ich mich so entwickle in Sachen Zero Waste, Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall ist das mein persönliches Projekt für 2019. Ich hätte es nie für mich gedacht, weil ich mich mit solchen Sachen überhaupt null beschäftigt habe. Zu meiner Schande, aber es ist einfach, wir kommen nicht dran vorbei. Wir sind auch damit verantwortlich. Also nicht auch, sondern wir. Nur wir sind jeder Einzelne dafür verantwortlich, wie viel Müll wir produzieren. Und es liegt an jedem selber, was er tut, um es zu vermeiden oder zu vermindern. Vermeiden werde ich es nicht können. Ach, das wäre jetzt utopisch. Aber ich kann es verdammt einfach verringern. So, und das war mein kleiner, aber feiner Haul. Jetzt kann ich es alles ausprobieren. Es ist soweit. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, dieses hochprofessionelle Handy-Video mit diesem wunderschönen Wandtattoo im Kinderzimmer hat euch gefallen. Tschüss.